vergessen, im September gehe ich auf große Live-Tour zusammen mit Helga und Marianne und vielen anderen meiner Figuren. Hier seht ihr die Termine. Unten bekommt ihr die Tickets. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns dort sehen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Für Kleberkleber Clemens ist heute ein ganz besonderer Tag. Ein Wald soll abgerodet werden, was Kleberkleber Clemens zu verhindern versucht. Mit den Straßenblockaden haben wir als letzte Generation ein eindeutiges Zeichen gesetzt. Autos sind unser Untergang. Sie müssen aus dem Alltag verbannt werden. Doch jetzt muss ich erstmal etwas anderes tun. Ich muss einen Wald retten, sagte er und steigt in sein Auto. 6 Stunden später, Kleberkleber Clemens erreicht den Wald. Hallo Clemens, warum bist du jetzt so spät angekommen? Ja, wir hatten ein bisschen falsche Kommunikation mit meinen KollegInnen von der letzten Generation. Die haben sich jetzt auf die Straße geklebt und dann konnte ich da halt nicht durchkommen. Und wie hat sich das angefühlt? Ja, richtig bescheuert. Stehst du da mit deinem Auto und kommst da nicht durch. Das null Verständnis für so eine dämliche Hohlbratzenaktion, ey. Gar nichts für übrig. So. Kleberkleber Clemens ist wütend. Er telefoniert mit seinen Freunden. Ja, tolle Scheiße! Dann schütze ich den weite Teil alleine! Clemens, was ist denn los bei dir? Ach, meine KollegInnen von der letzten Generation, die sich da eben auf die Straße geklebt haben, wo ich nicht durchgekommen bin, die wollten mir jetzt eigentlich helfen mit der Aktion hier. Okay, und wo sind die jetzt? Unsere Tochterorganisation, die allerletzte Generation, die haben sich jetzt auch auf die Straße geklebt und jetzt sind meine KollegInnen von der allerletzten Generation da nicht durchgekommen. Scheiße! Scheiße! Das ist halt alleine. Ich esse jetzt noch mal schnell was, bevor ich mich hier an den Baum kette. Das ist nämlich gleich im Protest nicht mehr möglich. Clemens, ich habe jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass der Wald hier komplett abgeholzt werden soll. Also das ist, weil dir die Umwelt scheißegal ist. Wir als letzte Generation sind die Einzigen, die den Ernst der Lage erkannt haben. Clemens, was ist denn los bei dir? Was ist? Es geht los. Sie kommen. Sie kommen. Jetzt muss ich mich ja ganz schnell festketten. Dieser Wald ist wunderschön, also lasst ihn bitte stehen. 4 Stunden später. Clemens umarmt einen Baum. Und keinen interessiert's. Ja, Clemens, wo bleiben denn jetzt die Bulldozer und die Bagger und so? Das kommt gleich alles. Da muss man einfach ein bisschen warten. Und der Protest, der Effekt ist ja trotzdem da, ne? Und, wir haben auch noch 23 ReporterInnen angeschrieben, die kommen gleich auch noch. Und dann geht's hier nämlich richtig ab. 23 Reporter? Ja, also 23 haben wir angeschrieben und einer wollte auch kommen. Endlich ist der Reporter da. Tobi von der Schülerzeitung. Okay, und was war damals in der Schule Ihr Lieblingsfach? Tobi, du wirst sterben! Sag das deinen MitschülerInnen und LehrerInnen drinnen. Das sagen sie jetzt schon zum 4. Mal, ne? Weil es so ist! Ja, der Klimawandel ist natürlich eine ernste Bedrohung, ist ganz klar. Aber meinen Sie nicht, das sollte man ein bisschen mit weniger Panikmache irgendwie versuchen in den Griff zu bekommen und einfach ein bisschen mehr mit dem Verstand? Halt die Fresse! Okay. Und ich habe das richtig verstanden. Ihr wollt wirklich nur kostenlosen Nahverkehr und Tempolimit auf der Autobahn, wollt ihr, ne? Das ist genau das, das ist nämlich, ja. Und was haben Sie gearbeitet, bevor Sie jetzt zur letzten Generation gegangen sind? Auf einer Bohrinsel habe ich noch eine Zeit lang, da bin ich aber wieder weg. Die haben mir keine 3-Tage-Woche angeboten. Dann habe ich noch, ich habe da noch kurz Metzger. Tobi, meine Güte, versteh doch endlich! Du. Ich weiß, wir werden alle sterben. Der Punkt ist doch, dass. Na, eigentlich habe ich alle Fragen soweit. Cool, danke. Ich kann Ihnen noch nicht versprechen, ob ich die Story wirklich in die Schülerzeitung bekomme, weil heute Morgen hat der Therapiehund Frau Lehmann in den Arsch gebissen. Das ist wirklich eine Mega-Story. Alles gut. Ich hoffe, Sie verstehen das. Danke, dass du hier warst, ne? Und. Ja. Tschüss. Ach, Tobi, kannst du mir vielleicht noch meinen Rucksack da vorne geben? Den habe ich ein bisschen weit weggeworfen, bevor ich mich hier festgekettet habe. Ah, sorry, da muss ich als Reporter wirklich neutral bleiben, ne? Und vor allem unparteiisch. Sorry. Tobi, bitte! Guter, differenzierter Journalismus ist der Sauerstoff einer jeden liberalen Demokratie. Scheiß doch auf die... Mensch, Tobi! Joey! Tobi! Am nächsten Morgen. Clemens umarmt seinen Baum. Und baggern tut nur Bauer Heinrich auf seinem Grundstück nebenan. Mensch, Clemens, wie siehst du denn aus? Ja, Nacht war halt nicht so ohne, da war ein Wildschwein. Das konnte ich halt nicht wegrennen, weil ich angebunden war. Könnte auch ein Löwe gewesen sein. Ich komme ja auch immer näher, wegen dem Klimawandel, kommen immer näher Richtung Norden. Und, ja. Und würdest du jetzt sagen, deine Protestaktion hat sich gelohnt, Clemens? Das Prinzip hat sich das schon auch gelohnt. Ich sitze halt nur in einem Ameisenhaufen. Das ist ein bisschen scheiße. Weitere 2 Stunden später. Eine Joggerin kommt vorbei. Oh, Entschuldigung, entschuldigen Sie bitte. Ja? Haben Sie irgendwie mal einen Bagger gesehen oder so? Ein Bagger oder einen Bulldozer, die auf dem Weg hierher sind oder so? Bagger? Ja.
Was für Bagger? Naja, der Wald soll hier doch abgerodet werden. Ach so, ja. Aber erst nächstes Jahr im Juli, glaube ich. Nächstes Jahr erst? Ja, der Wald ist komplett kaputt. Die wollen hier einen neuen anlegen, so einen Mischwald mit Biotop und sowas alles. Ja. Nee, das finde ich richtig scheiße. Aber der bindet dann viel mehr CO2. Finde ich richtig scheiße. Nee. Aber dieser Wald hier... Hören Sie jetzt auf! Schluss! Was haben Sie denn? Ich erkläre Ihnen doch nur, dass dieser Wald mit dem CO2... Karl, der Käfer wurde nicht gefragt! Man hatte ihn einfach fortgejagt! Karl, der Käfer wurde nicht gefragt! Man hatte ihn einfach fortgejagt! 2 Tage später. Clemens ist mit seinem Baum verwachsen. Clemens? Wir würden uns dann langsam auch mal verabschieden von dir, okay? Nein, dann bin ich ja ganz alleine hier im Wald. Wir würden nächste Woche nochmal wiederkommen und dann schauen wir, wie es mit deinem Protest weitergelaufen ist, okay? Nächste Woche bin ich im Urlaub. Oh, schön. Wo geht's denn hin? Kreuzfahrt mache ich immer. Mit der Family, Mittelmeer. Erst Malle, dann Türkei, Griechenland. Machen wir jedes Jahr. All inclusive. 2200 Euro, kannst nichts sagen. Kannst nichts sagen, Philly. Diese scheiß Ameisen, ich hasse diese Tiere hier im Wald! Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mal Lust habt, Fresh Torge live zu sehen, meine Show, dann könnt ihr euch hier Tickets besorgen. Ende September geht das los. Hier unten findet ihr weitere Videos von Kleber Clemens, das letzte Video. Und hier, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das doch sehr gerne kostenlos mal. Alles Gute und bis dann. Ciao.